Und jetzt bin ich tot. Der fliegt wieder mal. Und Synergie, nicht Synergie. Plasma erlernt. Komm, sag mir, du hast Plasma erlernt. Danke. Plasma, neue Attacke. Werde ich euch gleich vorführen beim nächsten Kampf. Ist gut. Gute Attacke. Ich mag's. Und es war fail. So, also. Wo geht's nochmal in die Mitte? Ich glaube, auf der Ebene noch nicht. Ich werde aber jetzt mal nachschauen. So, jetzt steht auf neue Attacke. Plasma! Gute Attacke. Wirklich. Ich mag es. Flammenwahn! Und Level 8. Wir steigen ja hier voll schnell auf. Ich hatte echt das Aufladen viel langsamer in Erinnerung. War jeder Jupiter-Schirm? Ich glaube, ich denke nicht. Nein. Also, ich werde auf jeden Fall nicht ohne Jupiter-Schirm gehen. Aber ich glaube, ich kriege noch erst nächste Ebene. Ich warte kurz, ich gehe noch mal runter. Ich will ja keinen Sequel zum Waffen machen. Die ist schon mal kaputt. Der wird schon. Okay. Und die ist auch tot. Danke. Oh, Vulkan erlernt. Gerald, gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Und ein Gegengift erhalten, das eh kein Schwein braucht. Okay, okay, okay. Huey. Mo, du stirbst heute. Heute ist der Tag, und tot. War hier der Venus-Chin? Nein, war er nicht. Den hätte ich ihn gesehen. Ich bin echt gerade paranoid, dass ich den Venus-Chin verpasse, aber ich denke, das, ich verpasse ihn eh nicht. Da der Ding wäre und Möglichkeit, den Venus-Chin zu verpassen. Yeah. Tot. Nein, doch nicht. Bin dir gefallen. Boah. Jetzt soll der tot sein. Schocker! Ende fertig aus. Ich glaube, hier ist der Venus, oder? Ne. Ich speichere erstmal. Ne, das speichert man nicht. Das speichert man gar nicht. Denn der greift uns an. Ja, du bist also ohne Ich glaube, der fliegt gleich wieder. Naja. Plasma. Der will Plasma. Und Black ist jetzt nicht mehr. Oh fuck. Die war eine Person. Du heilen. Du bist mal über. Du bist erstmal mal. Du bist erstmal wieder. Ich glaube, Garrett ist noch mal. Garrett ist tot. Nein, doch nicht Garrett ist. Garrett ist wieder. So, du machst jetzt ein Lied. Eins am Kursenschlag. Du machst jetzt Vulkan. Und du heilst jetzt Garrett mit dem Heilungsring. Dann. Schutzschild. Ja, ein Schutzohr ist, da kriegt man wirklich gar keinen Schaden. Die Welt mit dem 10 Schaden reicht wirklich gar nichts. Gut. Hier, du fließt jetzt natürlich. Also, jetzt werden wir gleich neue. Ich glaube, ich habe niemanden beschworen. Vielleicht aber schwören. Hier kommt immer. Hier, du bewegst. Nein! Okay. Im nächsten Kampf seht ihr die neue Beschwörung. Der Schutzohr. Der Jupiter-Chin, Breeze folgt Geralt. Das ist aber nicht gut, denn Breeze gehört immer noch Ivan. Er wird zum Magier. Ja, keine Angst, Geralt, du kriegst auch noch deinen nächsten Jupiter-Chin. Und ich glaube, okay. Hier komme ich auch gleich zum Endgegner. Also bald. Ich hole mir jetzt noch kurz den Synergiestein von einer Ebene runter. Weil ich es kann. Ich glaube, Tramses hebe ich echt für den Gegner auf. Das wäre eine gute Idee. Danke. Ich weiß gar nicht, hat der eine Erdschwäche der Endgegner hier?
Oh, ich verschwende gleich meine ganzen Zimmer nie wieder. So gehört es doch. Ich bin gerade so elendig aufge... Power habe. Danke fürs Gegengift. Brauche ich eh nicht. Sacke. Nee, hier muss ich nicht hin. Okay. Du kommst denn jetzt auch noch. Ja, okay, der Windsteam von Golden Sun ist anders und besser als der Windsteam von Final Fantasy. Ja, ich ziehe Golden Sun 100%ig einem Final Fantasy vor. Besonders wenn er Final Fantasy 13 ist. Ich habe noch nie ein schlechteres Spiel gespielt, ganz ehrlich. Plasma! Also als Final Fantasy 13. Also Golden Sun ist das beste Spiel, die ich spiele. Also neben Golden Sun 2, also die zählen ja quasi als ein Spiel, das wollten die Entwickler damals auf Mega Lag. Tatsächlich, Funny Fact, Golden Sun 1 und 2 sollten mal ein Spiel werden, aber die Speicherkapazität vom Game Boy war einfach zu schlecht. Dann haben die gesagt, yo, hier, dann machen wir halt zwei Spiele, gibt eh mehr und was so. Und dann wurde aus Golden Sun 1 und Golden Sun Vergessene Epoche. Die Vergessene Epoche werde ich dann übrigens auch noch spielen, also in der Handlung, weil die Vergessene Epoche ist wirklich das beste Spielthema, was da. So, jetzt wird die eigentlich fertig sein. Ja, Ivan ist fertig, Lami ist auch fertig, Jo ist auch fertig. Hurra! Und jetzt heile ich mal wieder ein paar Leute. Ich heile dich. Ich sei geheilt, fühle dich geheilt, danke. Okay, und jetzt wieder hier hoch. Und jetzt bin ich gleich auch mit fertig, mit dem Landen hier fertig. Ich muss hier lang. Andere Richtung. London! Counter! Und er ist geflohen. Feigling! Hier lang, oder? Bei Golden Sun immer merken, den längeren Weg gehen. Der ist meistens der richtige. Ja, wirklich. Und hier zum Endgegner kommt man nämlich. Hier ist ganz genau, ich weiß es gleich. Ich guck mir oben. Stirbt alle. Erdbebe. Stirbt alle vor allem. Sterbt allein. Klappt. Und Flammen und Rang. Ich ist gepunkt. Und Level 9. So. Jetzt werden wir nämlich hier, 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 hier und hier. Und jetzt soll es, glaube ich, zum Endgegner gehen, oder? Yep. Und die fallen hier weiter durchs Loch. Und fallen und fallen und fallen und fallen und. Au, das war fehlgetan haben. Und hier kommt nämlich gleich der schlimmste Albtraum. Der Master of Disaster. Der dreht. Ich werde hier nochmal vorher speichern. Ja, wer weiß, vielleicht sterbe ich ja. Ihr habt gehofft, mein sanftes Licht zu finden. Nach niemals hätte hierher kommen dürfen. Niemals hätte hier wieder gehen. Eure Kräfte konnten euch im Wald beschützen. Doch nun seid ihr im Herzen meiner Macht. Ihr werdet die alte Bäume werden, mit uns zusammen verwählen. Oh mein Gott, ein Baum. Das ist der Baum. Wunderbar. Ja, es sieht aus wie so ein riesiger Skelettkopf, aber hey. Zum Glück kann ich Rampen bis dahin aufrufen. Ich werde übrigens nur einmal beschwören, wenn ich mich nicht mehr kennt, weil ich so weit Epic Lag. Das ist Epic Lag, ich hasse euch, hallo. Hast du auch... Warte mal kurz, ich glaube irgendwie... Die haben einfach nie Ivan haben sich auch wieder verstanden. Das haben wir auch. Ist da der Knitz?
Beschwörs Mars. Machen wir mal ein Biegel. Also, das ist wieder schon ein Biegel. Und dann können wir auch gleich noch eine neue Beschwörung sehen, aber erst später. Da liegt es auf jeden Fall. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, Spannung. Oh, ist auch nicht schlecht. Nein. Also, ich meine, es ist jetzt nicht schlecht. Also, später ist es schon schlecht. Aber. Atalanta! Oh, der ist weg. Oh, ich wollte gar nicht wegdrücken. Was willst du denn sein? Den Schaden. Lächerlich. Jetzt werde ich ein bisschen heilen. Du machst es gut. Du machst Platz. Heißt noch Garrett später lang, okay. Garrett ist dort unten dran, vor allem nicht. Kein Problem. Heilung auf Ivan. Rücka. Auf Garrett. Hör endlich auf mit deinen verfickten Epic-Lags. Was willst du mit deinem heftigen Wachstum, ne? Hier, Rücka! Wurde besiegt. Also wir sind auch eher ein einfacher Endgegner. Kein Problem. Heiltrank gefunden, wunderbar. Und ein Ranke weg. Ich meine. Was ist mit mir geschehen? Oh, ich verstehe. Mein Herz war verloren in meiner Wut. Und ihr habt das Böse in mir besiegt. Yep. Ich danke euch. Ich hätte diese Welt nicht mit diesem Zorn im Herzen verlassen können. Halt! Stopp! Nun mehr kann ich diese Welt ohne euch verlassen. Den Urkurse Krieger. Jetzt halt! Stopp! Hey, Moment mal! Wir können doch Dreh nicht einfach sterben lassen! Stimmt, Lami. Wir brauchen seine Hilfe. Was? Jo. Warum wollt ihr mich nicht sterben lassen? Gibt's noch etwas? Ja, eigentlich schon. Ich habe mit Leute in Kohlbein Bäumen verhandelt. Oh, ich muss sie erlösen. Bevor sie im Wald zusammen sterben. Oh yeah, setz Solarstrahl ein oder so. Ich habe meine Kraft kann Kolima nicht mehr erreichen. Bewohner von Kolima, bitte vergebt mir. Tod. Drin ist schwach, er kann mehr die Kraft von Kolima. Er hat nicht mehr die Kraft, Kolima zu retten. Nein, wir müssen ihn heilen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Leute von Kolima zusammen mit dem Wald sterben. Jegliches Leben in Kolima liegt in unseren Händen. Wir müssen Dreh da die Leute von Kolima retten. Wie wir das machen, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.